Wie lassen sich Umströmungen von Flügelprofilen berechnen? Wie simuliert man den Tropfenaufprall auf Oberflächen? Wie werden turbulente Strömungen statistisch ausgewertet und analysiert? In seiner Einführung in die numerische Strömungsmechanik vermittelt Alexander Stroh die theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen zur Beantwortung solcher Fragen. Dabei ist ihm besonders wichtig, dass seine Studierenden Freude am Fach entwickeln und sich trauen, Problemstellungen selbstständig zu lösen. Dies gelingt ihm in den Übungseinheiten, in denen Studierende den Einsatz numerischer Werkzeuge erlernen und in Simulationen anwenden. Als Highlight erhalten die Studierenden Zugang zum Hochleistungsrechner BW UniCluster und führen auf diesen datenintensive Simulationen durch. Für diese äußerst gelungene Kombination aus theoretischen Grundlagen und der praktischen Anwendung verleiht die KIT-Fakultät für Maschinenbau Alexander Stroh den Fakultätslehrpreis.